Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Sie waren sehr verständnisvoll, Shepard. Sehr geduldig. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, dass es einige seltsame Ansichten über mein Volk gibt. Ich kenne die Legende über die Promiskuität der Asari. Aber diese Gerüchte basieren im Allgemeinen nicht auf der Wahrheit. Wenn sich ein Mitglied meines Volkes mit einem Individuum einer anderen Spezies vereint, so ist das ein sehr tiefer und spiritueller Austausch. Wir gehen so eine Verbindung nicht leichtherzig ein. Bei Ihnen klingt das fast mystisch. Eine wahre Einheit geht weit über eine gewöhnliche Verschmelzung hinaus. Es ist eine Verbindung, die das physikalische Universum übersteigt. Zwei werden eins. Gedanken und Sinne verschmelzen. Identitäten vermischen sich. Erinnerungen und Gefühle verweben sich miteinander und werden zu einem einzigen, verzückten Ganzen. Es ist mit keiner anderen Erfahrung zu vergleichen. In gewisser Weise kann dieses Ereignis das ganze Leben verändern. Das klingt unglaublich. Wollen Sie damit sagen? Oh nein! Ich bin nicht besonders gut darin, was? Tut mir leid, Shepard. Ich wollte Ihnen bloß erklären, warum ich so zurückhaltend gewesen bin. Die Verbindung ist mehr als bloß Sex. Sie ist das Lebensblut meiner Spezies, die Art, auf die wir uns vermehren und als Gesellschaft wachsen. Darum habe ich nie... Ich meine, darum müssen wir uns unsere Partner mit großer Sorgfalt auswählen. Ich möchte, dass Sie sich dessen absolut sicher sind, Liara. Ich bin erst 106 und nach Asari-Maßstäben damit gerade erst erwachsen. Und ich habe den Großteil meiner Zeit mit meiner Forschung verbracht. Ich habe nie wirklich daran gedacht. Erst als ich Ihnen begegnet bin. Sie sind für mich etwas Besonderes, Shepard. Aber nach allem, was geschehen ist, Saren, die Geth, die Reaper, weiß ich nicht, ob wir bereit dafür sind. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Begierig ist nicht dasselbe wie bereit, Shepard. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wir müssen unsere persönlichen Gefühle ignorieren und uns darauf konzentrieren, Saren aufzuhalten. Ich wünschte, es wäre anders, aber wir müssen alle Opfer bringen. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Commander, schön, Sie zu sehen. Sie sind schon eine Weile bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon viel miterlebt? Nun, nicht so viel wie Sie. Aber ich habe doch schon einige interessante Dinge gesehen. Das kann ich mir vorstellen. Gab es etwas Spezielles, das erwähnenswert wäre? Ich erinnere mich noch an diesen salarianischen Genetiker, gegen den ich ermittelte. Dieser Fall war ziemlich verstörend. Was ist passiert? Warum haben Sie gegen ihn ermittelt? Ich hatte die Aufgabe, den Schwarzmarkthandel auf der Zitadelle zu verfolgen. Der Großteil davon ist harmlos, nichts, was einer Untersuchung wert wäre. Aber im Verlauf meiner Nachforschungen fiel mir auf, dass der Handel mit Körperteilen zunehmend florierte, hauptsächlich mit Organen. In geringem Ausmaß ist das durchaus üblich, aber diese Häufigkeit war doch ungewöhnlich. Wir waren uns nicht sicher, ob es ein neues Schwarzmarktlabor gab, oder ob ein Irrer Organe von Bürgern verkaufte. So etwas hat es auf der Zitadelle schon gegeben? Ab und zu verkaufen einige Labore überschüssige Teile auf dem Schwarzmarkt. Aber die sind nicht so schlimm wie die Psychos. Ich erinnere mich noch an diesen Elcor-Diplomaten, den wir in meinem ersten Amtsjahr schnappten. Er schlitzte Leute auf und verkaufte ihre Organe. Die ganze Station war in Panik.
In diesem Fall war das nicht so offensichtlich. Es stellte sich heraus, dass mehr dahinter steckte, als wir ursprünglich dachten. Wie haben Sie herausgefunden, was wirklich vor sich ging? Zuerst fanden wir eine Probe und machten einen DNS-Test. Das Seltsame war, dass der uns zu einem Turianer führte, der noch am Leben und überzeugt davon war, nie eine Leber verloren zu haben. Nach einigen Nachforschungen fand ich heraus, dass dieser Turianer kurz für Dr. Salion, den Genetiker, gearbeitet hatte. Also ging ich in sein Labor, weil ich hoffte, dort Beweise für geklonte Organe zu finden. Aber da war nichts. Keine salarianischen Herzen, keine Turianerlebern, nicht mal ein Kroganerhoden. Sie machen Witze, oder? Was sollte denn jemand mit Kroganerhoden anfangen? Einige Kroganer glauben, dass Hodentransplantationen ihre Männlichkeit steigern. Sie wirken den Effekten des Genophage entgegen. Es nützt zwar nichts, was sie aber nicht davon abhält, sie trotzdem zu kaufen. Sie bezahlen bis zu 10.000 Credits pro Stück dafür. Das macht 40.000 für ein komplettes Set. Irgendjemand da draußen macht damit ein Vermögen. Was haben Sie wegen des Genetikers unternommen? Ich habe einige seiner Angestellten verhört. Ich wollte versuchen, sie zum Reden zu bringen. Während ich einen von ihnen befragte, stieß ich auf etwas Verdächtiges. Gute Idee. Lakaien lassen sich immer leichter einschüchtern. Genau. Aber in diesem Fall zahlte es sich auf andere Weise aus. Einer der Inhaftierten begann während der Befragung stark zu bluten. Wir wollten ihn verarzten, aber da drehte er durch. Er flippte völlig aus. Ich ordnete eine genaue Untersuchung an, um herauszufinden, was da vor sich geht. Unsere Mediziner fanden an seinem ganzen Körper zahlreiche Einschnitte. Einige waren noch nicht sehr alt. Das war der Durchbruch. Diese Leute waren nicht nur Dr. Salions Angestellte, sie waren seine Laborversuche. Umherlaufende, lebendige Laborversuche. Also ließ er die Ersatzteile in seinen eigenen Angestellten heranwachsen. Genau. Er klonte ihre Organe in ihrem eigenen Körper. Dann schnitt er sie heraus und verkaufte sie. Die meisten Opfer waren sehr arm. Er zahlte ihnen einen kleinen Anteil des Verkaufspreises, aber nur, wenn die Organe auch gut waren. Manchmal wuchs ein Organ nicht richtig, dann ließ er es einfach drin. Die meisten von ihnen waren völlig am Ende, aber nur innen, gut versteckt, sodass es niemand sehen konnte. Hoffentlich hat er bekommen, was er verdient hat. Das ist das Schlimmste daran. Wir haben ihn nie gefasst. Warum nicht? Was zum Teufel ist denn passiert? Er ist geflohen. Er sprengte sein Labor in die Luft und eilte mit einigen seiner Angestellten zum nächsten Raumdock. Als ich es herausgefunden hatte, war das Schiff bereits abgeflogen. Er drohte, seine Geiseln zu töten, wenn wir versuchen würden, ihn aufzuhalten. Aber Sie sind ihm doch gefolgt, oder? Ich befahl der Verteidigung der Zitadelle, ihn abzuschießen. Aber das Hauptquartier der Zitadellsicherheit widerrief meinen Befehl. Sie machten sich Sorgen um die Geiseln. Sie waren besorgt wegen der zivilen Verluste, wenn das Schiff so nah an der Zitadelle abgeschossen würde. Ich sagte ihnen, dass die Geiseln so oder so dem Tod geweiht wären. Er würde sie nur benutzen, um weitere Organe zu erschaffen. Aber sie wollten mir einfach nicht zuhören. Kein Wunder, dass sie da weg wollten. Diese Idioten haben ihn einfach wegfliegen lassen. Ja, das haben sie. Ich ging zu Palin und erzählte ihm, was ich von ihm und seiner Politik hielt. Er sagte, wenn mir das nicht passt, soll ich eben kündigen. Und das hätte ich auch beinahe getan. Sie hätten dieses Schiff doch bloß lahmlegen müssen. Dann hätte er nicht mehr weggekonnt. Vielleicht sterben die Geiseln dabei, vielleicht aber auch nicht. Doch zumindest hätten wir den Bastard so aufhalten können. Ein paar Verluste wären ein geringer Preis gewesen, um jemanden wie ihn aufzuhalten. Ja, genau. Diese Geiseln wünschen sich jetzt wahrscheinlich sowieso nichts sehnlicher als den Tod. Ich wünschte nur, ich hätte ihn aufhalten können. Das ist alles. Wissen Sie, was aus Dr. Salion geworden ist? Ich habe ab und zu meine Fühler ausgestreckt und gehofft, etwas herauszufinden. Vor einer Weile glaubte ich, ihn gefunden zu haben. Er hatte ein anderes Schiff und seinen Namen in Dr. Hart geändert, was er wohl sehr witzig findet. Ich erzählte es dem Militär, aber sie waren nicht davon überzeugt, dass er es wirklich ist. Ich habe die Transponderfrequenz seines neuen Schiffs, aber niemand will sich der Sache annehmen. Ich überprüfe die Koordinaten, sobald ich dazu komme. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Aber Commander, nehmen Sie mich mit, wenn Sie losfliegen. Wenn es wirklich Salion ist, will ich dabei sein, wenn Sie ihn finden.
Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Sicher. Ich sehe mir nur die Post von zu Hause an. Oh, warte mal. Wir haben Kaidan in einem Video über die Normandie gesehen. Ziemlich schnuckelig. Mach's gut, Schwesterchen. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Interessieren Sie sich für den Lieutenant, Chief? Natürlich nicht, Sir. Verbrüderung ist gegen die Regeln. Was liegt an? Sie sind doch nicht hier, um sich meine Privatgespräche anzuhören. Ihre Familie scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Ja, wir haben uns schon immer sehr nahe gestanden. Besonders meine Schwestern und ich. Da mein Vater so oft weg war, half ich meiner Mutter, sie aufzuziehen. Hat Ihr Vater bei der Flotte gedient? Ja. Er hat jeden Scheißposten angenommen, der ihm angeboten wurde, nur um in den Weltraum zu kommen. Er hat sich den Arsch aufgerissen, um etwas Anerkennung zu bekommen. Aber er kam nicht über den Soldat dritter Klasse hinaus. Er war unglaublich stolz, als ich Chief wurde. Als erstes hat er vor mir salutiert. Was ist mit Ihrer Mutter? Sie haben sie nie erwähnt. Sie wissen doch bestimmt, wie Ehefrauen von Militärs so sind. Sie sind stark, weil sie es sein müssen. Sie müssen die Kinder großziehen, während der Mann auf 6-monatige Dienstreisen geht. Sie hat einen Abschluss in planetarer Geologie. Sie wollte wie mein Vater neue Welten entdecken. Aber sie hat ihre Karriere aufgegeben, um uns großzuziehen. Sie haben mehr als eine Schwester? Klingt nach einer großen Familie. Ja, ich bin die Älteste. Dann kam Abby und dann Lynn. Sarah ist die Jüngste. Sie geht noch zur Schule. Mein Vater sagte immer, er fühle sich bei 4 Mädchen zu Hause öfter unterlegen als bei Manövern. Wo sind Sie aufgewachsen? Überall. Bevor ich die Grundschule abgeschlossen hatte, waren wir bereits ein halbes Dutzend Mal umgezogen. Man geht dahin, wo einen das Oberkommando hinschickt, nicht wahr? Darum stehe ich meinen Schwestern wahrscheinlich auch so nahe. Wir mussten unsere Freunde alle 2 oder 3 Jahre wieder verlassen. Sie haben Glück, so enge Familienbeziehungen zu haben. Tut mir leid. Ich hatte die Situation Ihrer Familie fast vergessen. Bleiben Sie locker, Williams. Ich komme damit klar. Bitten Sie mich, einen Bunker voller bewaffneter Feinde zu befrieden. Kein Problem. Aber solche Fettnäpfchen, mit denen kann ich nicht so gut umgehen. Zwischen Sarah und mir hat es eine Weile lang ziemlich gekriselt. Dann haben wir uns vertragen. Das klingt, als wäre Ihr Vater nicht oft da gewesen. War Ihre Familie nicht in seiner Nähe stationiert? Mein Vater wollte immer im All dienen. Doch er bestand darauf, dass wir richtigen Boden unter den Füßen haben. Er sagte, der Weltraum ist schön, aber man kann dort keine Familie gründen. Ich kann nicht rasten vom Reisen. Ich will das Leben trinken, bis zum letzten Tropfen. Ich habe es jederzeit sehr genossen, habe sehr gelitten. Sowohl mit denen, die mich liebten, als auch allein. Denn ständig umherziehend mit hungrigem Herzen habe ich viel gesehen und kennengelernt. Städte der Menschen und Gebräuche, Klimazonen, Ratschlüsse, Regierungen. Ich hätte nie gedacht, dass Sie Poesie zitieren. Nur weil ich Ihnen aus 100 Metern Entfernung zwischen die Augen schießen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich sowas nicht lese. Aber sagen Sie es nicht weiter. Ulysses war das Lieblingsgedicht meines Vaters. Jedes Mal, wenn er wieder weg musste, ließ er es mich vorher auf Band sprechen. Am Ende hat er bestimmt ein Dutzend Versionen. Mag er es heute auch noch? Das hoffe ich. Ich lese es immer laut an seinem Grab, wenn ich nach Hause komme. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Aber er wacht bestimmt immer noch über uns. Er ist doch kein Zombie, oder? Sie wissen schon, vom Himmel aus. Wo immer der sein mag. Sie haben doch kein Problem damit, oder? Dass ich an Gott glaube. Jeder hat das Recht zu glauben, an was er will. Das steht auch in der Charta der Allianz, nur in schöneren Worten. Ich bin froh, dass Sie in der Beziehung aufgeschlossen sind. Mir sind schon viele Leute begegnet, die mit meinem Glauben nichts anfangen konnten. Kann ich nicht an eine höhere Macht glauben, nur weil ich im All arbeite? Mann, hallo? Haben diese Leute denn noch nie aus dem Fenster gesehen? Wie kann man sich diese Galaxis ansehen und nicht an irgendetwas glauben? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen. Ich wollte Sie auch gar nicht so lange aufhalten, Commander. Wegtreten, Chief. Sir?
Was wollen Sie, Shepard? Und warum sind Sie ein Söldner geworden? Dafür gibt es eine Menge Gründe. Nennen Sie einen. Ich musste zum Beispiel unser System verlassen. Ich musste essen. Ich musste überleben. Warum sind Sie nicht geblieben und haben Ihrem Volk geholfen? Ich habe versucht zu helfen und darum musste ich gehen. Was ist geschehen? Ich wurde verraten. Ich war der Anführer eines kleinen Stammes. Wir haben nach dem Krieg versucht, die Ordnung wiederherzustellen. Aber die anderen Stämme waren gegen uns. Sie schlossen sich Yaroth an. Einen der wenigen Warlords, die den Krieg gegen die Turianer überlebt haben. Aber er war alt. Und seine Vorstellungen auch. Er wollte den Krieg fortsetzen. Er wollte, dass wir gegen alle kämpfen. Turianer, Salarianer, gegeneinander. Ihm war egal, wie lange dieser Krieg dauern sollte. Solange wir nur kämpften. Was hatten Sie damals vor? Ich wollte nur Yaroth zum Schweigen bringen. Sein ewiges Geschwafel. Ich wollte, dass er aufhört, die Stämme in die Irre zu führen. Aber er konnte nicht verstehen, wie sehr sich die Zeiten geändert hatten. Wir hatten nicht genug Leute für einen Krieg. Und selbst wenn, die Infektion sorgte dafür, dass wir nicht ausreichend Nachwuchs produzieren konnten. Ich sagte allen, dass sie den Krieg vergessen sollten. Wir mussten uns um das Nachwuchsproblem kümmern. Zumindest für die Dauer einer Generation. Und für eine Weile schien es gut auszusehen. Einige der Stämme erholten sich. Das dürfte dem Warlord nicht gefallen haben. Nein, es gefiel ihm nicht. Er arrangierte ein Crush-Treffen mit den anderen Stämmen. Ein Treffen auf neutralem Boden. Er wollte sprechen. Wir trafen uns bei den Hollows, nahe den Gräbern unserer Vorfahren. Wir bewahren die Schädel unserer Toten sichtbar auf, damit wir immer wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen werden. Es ist der heiligste Platz der Kroganer. Gewalt ist hier nicht erlaubt. Klingt für mich wie eine Falle. Das hätte Ihnen auch klar sein müssen. Das war es auch. Aber wenn Ihr Vater Sie zu einem Crush-Treffen einlädt, sogar für uns gibt es einige heilige Gesetze. Yaroth war Ihr Vater? Ja, das war er. Bis zu diesem Tage. Wir haben damals gesprochen, aber wir wurden uns nicht einig. Als ihm klar wurde, dass ich mich ihm nicht anschließen würde, gab er das Signal. Seine Männer sprangen aus den Gräbern unserer Vorfahren wie untote Kroganer. Meine wenigen loyalen Männer wurden schnell umgebracht. Ich konnte fliehen. Aber zuvor konnte ich noch meinen Dolch tief in meines Vaters Brust versenken. Und darum musste ich gehen. Und darum werde ich nie wieder zurückgehen. Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Sie müssen noch andere Angehörige als Ihren Vater haben. Vermissen Sie sie nicht? Wollen Sie mich zum Weinen bringen, Shepard? Ich habe noch ein paar Dinge mit meiner Familie zu klären. Und das ist alles. Was für Dinge? Bevor ich fortging, habe ich dem Vater meines Vaters einen Schwur geleistet. Ich habe geschworen, die Kampfrüstung meiner Familie zu finden. Sie wurde ihm nach den Aufständen abgenommen. Wer hat sie? Sie wurde damals von der turianischen Armee konfisziert. Nach dem Krieg war es uns nicht gestattet, Rüstungen oder Waffen zu tragen. Jetzt hat sie Ton Actus. Er ist ein turianisches Schwein, das Kriegsrelikte sammelt. Er hat Millionen damit gemacht, kroganische Artefakte zu verkaufen, die meinem Volk gehören. Er lagert seine Waren in verschiedenen Basen, alle gut befestigt und bewacht. Und ich weiß nicht, in welcher Basis er meine Familienrüstung aufbewahrt. Sagen Sie mir, wo ich als erstes danach suchen könnte. Ich werde die Daten in das Navigationssystem importieren. Eine Bitte, Commander. Ich möchte dabei sein, wenn Sie ihn finden. Bis dann, Rex. Shepard. Shepard, gut, dass Sie hier sind. Schön, Sie wieder lächeln zu sehen. Gewissermaßen. Ich schlafe jetzt viel besser.
Ich habe mich wohl an die Stille auf diesem Schiff gewöhnt. Aber ich denke immer noch viel an meine Pilgerreise. Ich weiß, dass Saren höchste Priorität hat. Ich hatte nur gehofft, auf einer der vielen Welten, die wir aufgesucht haben, etwas zu finden, das ich zurück zur Flottille bringen kann. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Sie werden schon noch etwas finden. Ja, aber ein ausgedientes Schiff als Ersatzteillager wird meinen Leuten nicht reichen. Es muss schon etwas Besseres sein. Man erwartet viel von mir. Warum erwartet man so viel von Ihnen? Es hat mit meinem Vater zu tun. Er ist ein hohes Mitglied des Admiralitätsrates. Er ist einer von nur 5 Leuten, die die Entschlüsse des Konzils zum Wohl der Migrantenflotte überstimmen können. Mein Vater ist verantwortlich für das Leben von 17 Millionen Leuten, für unser ganzes Volk. Und ich bin sein einziges Kind. Dann sind Sie so etwas wie eine quarianische Thronfolgerin. Nein, so funktioniert das nicht. Die Position meines Vaters ist nicht vererbbar. Ich persönlich werde wohl niemals im Admiralitätsrat sitzen. Offiziell bin ich eine gewöhnliche Bürgerin wie alle anderen. Aber in der Praxis sieht das anders aus. Aufgrund meines Vaters haben mich die Leute immer anders behandelt. Sie müssen viele Privilegien genießen. In meiner Kindheit hatte ich es wohl leichter als die meisten anderen. Aber es gibt auch Nachteile. Leute wie mein Vater haben viele Feinde. Und sie zögern nicht, mich zu nutzen, um ihm zu schaden. Das muss schwer für Sie sein. Mein Volk legt hohen Wert auf die Familie und die Herkunft. Es gibt die unausgesprochene Erwartung, dass ich in seine Fußstapfen trete. Alle erwarten von mir, dass ich etwas ganz Besonderes von meiner Pilgerreise mitbringe. Etwas, das unser Leben positiv und dauerhaft verändern wird. Wenn ich es nicht schaffe, gelte ich als Versagerin. Und das hätte unangenehme Folgen für mich und meinen Vater. Ihre Arbeit hier ist wichtiger als alles, was andere Quarianer jemals getan haben. Ja, ich weiß. Aber die quarianische Kultur ist nicht einfach zu verstehen. Wir sind eine sehr isolierte Gesellschaft. Ereignisse, die nicht unmittelbar unsere Flottille betreffen, sind den normalen Bürgern egal. Unser größter Traum ist, eines Tages nach Hause zurückzukehren und die Geth zu vertreiben. Aber selbst wenn wir Saren aufhalten, wird das nicht geschehen. Hinter dem Nebel gibt es noch Millionen von Geth. Und solange sie noch dort sind, müssen wir im Exil leben. Was zum Beispiel könnten Sie denn mitbringen, um alle glücklich zu machen? Etwas, was uns helfen kann, die Geth besser zu verstehen. Seit unserer Flucht haben sie sich deutlich verändert. Sie scheinen sich zu entwickeln. Wir haben sie gründlich studiert, aber es ist nicht einfach. Sie sind sehr scheu. Noch bis vor kurzem haben sie den Nebel niemals verlassen. Und alle Geth, denen wir jetzt begegnet sind, stehen unter Sarens Kontrolle. Wir müssen Geth finden, die eigenständig agieren, unabhängig. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Dann werde ich mich um meine anderen Probleme kümmern. Wie war Ihr Vater? Es war nicht einfach, als Tochter eines der Admiralitätsmitglieder aufzuwachsen. Schon bevor er dem Rat beitrat, war er ein berühmter Mann. Die Leute sahen in ihm eine Führungspersönlichkeit. Er ging immer mit gutem Beispiel voran. Und das Gleiche erwartete er auch von seiner Tochter. Und er war sehr streng. Ein Mann des Militärs, durch und durch. Er hat immer nur Bestleistungen von mir erwartet. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, dass er zu viel von mir verlangt. Aber mittlerweile bin ich alt genug, um zu würdigen, was er mir beigebracht hat. Dass wir von der Welt nichts geschenkt bekommen, sondern uns alles erarbeiten müssen. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter? Meine Mutter war immer da, aber sie schien immer nur eine Nebenrolle zu spielen. Sie stand sozusagen immer im Schatten meines Vaters. So geht es vielen Leuten mit meinem Vater. Sie ist vor ungefähr 5 Jahren gestorben. Sie war an einem Virus erkrankt, von dem die Flotte befallen war. Das passiert manchmal, wenn die Filter versagen. Meinen Vater hat das schwer getroffen. Nach ihrem Tod hat er sich noch mehr in Arbeit gestürzt. Das ist wohl seine Art, mit der Trauer fertig zu werden. Klingt nicht gerade nach einer glücklichen Kindheit. Machen Sie Ihrem Vater keine Vorwürfe? Wie schon gesagt, es war nicht einfach. Zu meinem Vater kann man kein besonders inniges Verhältnis haben. Und er war auch nicht besonders oft zu Hause. Zu beschäftigt mit Arbeit. Die Leute zählten auf ihn und er hat seine Pflichten sehr ernst genommen. Selbst wenn er zu Hause war, schien er immer etwas abwesend zu sein. Als ob er mit den Gedanken immer woanders war. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich gestehen, dass ich ihn nie lächeln gesehen habe. Nicht ein einziges Mal. Diese ganze Verantwortung schien immer wie eine Last auf seinen Schultern zu liegen.
Ich weiß, dass ich ihm am Herzen liege. Aber er hat es niemals gezeigt. Nicht so wie andere Väter jedenfalls. Ich glaube, das Beste, was ich über meinen Vater sagen kann, ist, dass ich ihn respektiere. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Naja, Sie wissen von dem Maulkorb, der Ihnen vom Rat verpasst wurde. Diese Kommunikation ist vertraulich, Lieutenant. Ja, Sir. Aber Sie kennen ja die Gerüchteküche der Navy. Sie stehen auf Ihrer Seite. Sie regen sich auf über den Widerstand, auf den wir stoßen werden. Besonders von unserer Seite. Ich könnte besser damit umgehen, wenn mein Kopf endlich aufhören würde zu brummen. Das L2 muckt schon wieder. Kann ich was tun? Nein, Commander. Wird schon wieder gehen. Es ist manchmal ziemlich hart, aber sie sind effizienter als viele der L3. Außer bei Ihnen natürlich. Außerdem geht's mir um Längen besser als anderen, nachdem Kinetix mit Ihnen fertig war. Misstrauen Sie ihnen dermaßen? Kennen Sie die Akten über die Biotik-Ausbildung auf Jump Zero? Sie sind allesamt streng geheim. Weil die Allianz Fehler gemacht hat. Nach dem ersten Kontakt bekam Kinetix den Auftrag, E-Zero-Belastungen nachzuverfolgen und Implantate für Menschen zu entwickeln. Sobald wir eine Botschaft auf der Zitadelle hatten, konnte Kinetix Experten einbringen, anstatt es langsam anzugehen. Gibt es einen Grund, warum wir das nicht auf eigene Faust hätten erlernen können? Sie wussten nicht, wo sie anfangen sollten. Himmel, es hat mehrere Jahre gebraucht, überhaupt die Verbindung zwischen Biotiken und E-Zero herauszufinden. Sie konnten von den Kids nicht erwarten, dass sie Dinge ins Rollen bringen. Sie waren vollends damit beschäftigt, sich nicht die Knochen zu brechen. Und die Wahl ihrer Lehrer war auch nicht gerade hilfreich. Die einzigen Experten hätten Aliens sein können. Exakt. Turianer, um genau zu sein. Aus dem Grunde behandelte Kinetix das auch vertraulich. Sie hatten Angst davor, was die Leute daheim darüber denken könnten. Die Turianer um Hilfe zu bitten, wo wir doch gerade erst einen Krieg mit ihnen beendet hatten. Die Asari hätte man eher akzeptiert als die Turianer. Ja, aber die Firma ist nicht den Weg über die Zitadelle gegangen. Das hätte die Erde schwach aussehen lassen. Daher heuerten sie einfach insgeheim einige turianische Söldner an. Haben Sie sich die Knöchel einige Male poliert, Lieutenant? Ja, das könnte man so sagen. Unser Trainer war ein Turianer namens Commander Vernus. Ein echter Schinder. Er hatte eine Art Freifahrtschein, uns zu brechen, wenn dann aus uns ein passabler Biotiker würde. Von da ab schaukelte es sich irgendwie hoch, Commander. Klingt für mich wie ein klassischer Militärausbilder. Die im Makapa-Ausbildungslager waren echt die Hölle. Vernus schindete uns nicht, weil dadurch die Ausbildung effektiver wurde. Er mochte es einfach. Ist ja auch egal. Das ist Schnee von gestern. Ich habe es vor langer Zeit überwunden. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern, Commander. Wir sind hier, um Geschichte zu machen, nicht um sie aufzuwärmen. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich bin nur froh, dass es nicht mehr Aliens wie den Turianer gibt. Ich glaube nicht, dass mein Magen das ertragen würde. Sie haben einen klasse Deal mit Jong ausgehandelt. Wenn ich je ein Knöllchen wegen Raserei bekomme, möchte ich, dass Sie mich vertreten. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander.